Hey ho, es geht weiter mit Let's Play Tales of Graces. Beim letzten Mal haben wir den Fendelturm fertig erkundet, sag ich mal. Zumindest haben wir Kurt getroffen, der nicht allzu einsichtig war. Und jetzt wollen wir zum Gletscher nördlich von Savert. Okay, ich will allerdings zuerst nochmal bei... hatten wir eine neue Puppe für das kleine Mädchen? Weiß ich gerade nicht mehr. Und dann will ich nur noch bei Famar vorbeigucken. Nein, scheinbar haben wir keine neue Puppe. Hatten wir nicht irgendwas? Ach, wir hatten neue Blumensamen für das Blumenbeet von Sophie. Okay, ja, das ist aber zu weit weg. Und bei Fermar möchte ich noch vorbeigucken, ob sie vielleicht irgendwas zu der Sache im Turm sagt. Ja, wir hatten uns ja von ihr den Pass ausgeliehen, um überhaupt reinzukommen. Ja. Die sagt sogar wirklich was. Herzlichen Dank für den Sicherheitsausweis, Fermar. Wir brauchen ihn nicht mehr. Du kannst ihn also zurück... haben, war da nicht noch eine Schatzkiste? Ah, danke, Pascal. Aber du kannst sie behalten, wenn du willst. Ich werde ihn eh nicht mehr brauchen. Gut. Wieso nicht? Weil mein Freund mir endlich einen Heiratsantrag gemacht hat. What? Siehst du, deswegen muss ich nicht mehr arbeiten. Stattdessen werde ich die beste Ehefrau aller Zeiten sein. Wow. Du meine Güte, das ist ja toll. Ich bin so glücklich, ich möchte alle mit meinem Glück anstecken. Wirklich? Ich nehme was davon. Oh, Pascal, überlegst du nun auch, endlich jemanden zu suchen? In Ordnung, ich werde dir etwas von meinem Glück abgeben. Psst, hey, Pascal, wer ist deiner Meinung nach der süßeste Kerl hier? Der süßeste Kerl? Oh, warte, sag nichts, lass mich raten. Da hat man die Qual der Wahl. Der wirkt irgendwie geheimnisvoll. Das ist sehr sexy. Ein paar Geheimnisse machen einen Mann wirklich sehr was Besonderem. Wenn er natürlich zu viele Geheimnisse hat, interessieren sich auch andere Frauen für ihn. Ich bevorzuge da jemanden wie meinen Verlobten. Er ist nett, aber nicht allzu begehrt, weißt du? Meine Güte, dieser hier ist ganz schön jung und auch noch schüchtern. Ich bin nicht schüchtern. Mir ist nur die lächerliche Wendung, die diese Unterhaltung genommen hat, unangenehm. Er kann seine Gefühle allerdings nicht sonderlich gut ausdrücken. Er könnte gut zu dir passen, Pascal. Du könntest etwas Ordnung in deinem Leben gebrauchen. Ich persönlich kann ja aufbrausende Männer nicht ausstehen. Sie müssen schon netter und aufmerksam sein, so wie mein Verlobter. Dann bleibst du nur noch du da drüben. Das reicht, Schwester. Der hier ist tabu. Ach ja, warum? Weil, naja, weil er unhöflich ist, deshalb. Und stur, selbstsüchtig und total selbstvergessen. Und hat einen schrecklichen Kleidungsstil. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass du ihn haben wollen würdest. Ich stehe direkt neben dir, Sharia. Tja, es gibt wohl keinen klaren Sieger. Aber Kopf hoch, Pascal. Ich bin sicher, dass du eines Tages jemanden findest, der gut aussieht, der ergeben und charmant ist. Du weißt schon, wie mein Verlobter. Aha, keine Sorge. Ich habe meine perfekte Person bereits genau hier gefunden. Was? Wen? Sophie natürlich, oder? Wo? Hier. Niemand bringt mein Herz so pumpern wie sie. Stimmt, Sophie? Ah! Fass mich nicht an. Ah, ihr habt wohl noch einen Leidenweg vor euch. Nee, ich nehme, was ich kriegen kann. Ach, Pascal, ich weiß nicht, ob du mit Sophie glücklich wirst. Sie wirkt doch nicht so überzeugt bisher. Ha, da sind Krabben. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass das eine Schatzkiste ist. Okay, gut zu wissen. So, dann der Gletscher nördlich von Savert. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wo da der Gletscher sein soll. Aber nördlich müsste ja eigentlich der obere Ausgang der hier sein, oder? Kannst du mich da vielleicht hin... Bestimmt kannst du mich nicht hinbringen, weil wir ja noch nie da waren, ne? Nee. Nördlich. Ja, okay. Wir sehen ja auf der Karte den blinkenden Punkt da oben. Das ist schon mal gut. Und jetzt müssen wir nur... Sind wir hier nicht schon längst alle Wege abgegangen? Deswegen bin ich gerade so irritiert. Ich kann mich nicht erinnern, dass es hier noch einen Weg gab, den wir noch nicht genommen haben. Aber mein Hirn ist ein Sieb. Von daher... ist darauf eigentlich kein Verlass in so einer Situation.
Ich weiß, dass irgendwo diese Gabelung war, wo es einmal zu dem Labor, genau das hier. Nee, Labor ist ja Quatsch, in der anderen Richtung Berg? Okay, und jetzt ein bisschen weiter nach Norden vielleicht irgendwie mal. Norden? Norden? Nordosten? Hier? Ich habe das Gefühl, wir sind falsch. Ich habe das Gefühl, wir sind total falsch, aber... Na gut, wir schauen einfach mal. Wir laufen mal weiter. Ging es da weiter? Nee, das ist eine Sackgasse. Aber hier ging es doch auch nur zu der Stadt von Pascal, oder? Bin ich jetzt falsch? Hier? Nee, genau, hier war der Kampf gegen diesen riesigen Keiler oder was das war. Ja, ne? Ich hab das Gefühl, das ist nicht so ganz richtig. Hey, bring mich mal bitte zurück. Bring mich mal bitte Osttor. Osttor? Aha. Gletscherstraße. Ja, das ist schon... Hier waren wir noch nicht. Sieht gut aus. Seid ihr fürs Experiment hier? Es soll jeden Moment beginnen. Also nehmt bitte eure Plätze ein. Okay. Wir sind falsch gelaufen am Anfang. Kann ja mal passieren. Hallöchen, wer bist du denn? Schlachter, Fallensteller, Wilddieb. Das sind, glaube ich, die Feinde, die wir bereits kennen. Oder warum bin ich Erspe? Ich hasse es, wenn das Spiel einfach meine Party umstellt, ohne mich vorher zu fragen. Habe ich ihm gerade Pudding geklaut? Aua. Ah, meine Güte. Jetzt hört doch mal auf, mich zu vermöbeln, Leute. Was soll das denn? Kann schon gar nicht mit Erspe kämpfen, solange ist es her. Ja gut, kämpfen wir einfach wieder mit Erspe. Warum nicht, nicht wahr? Ich hätte aber trotzdem eigentlich gerne... Teamwork? Cooperating with your companions. I agree. I'll begin preparing daily teamwork training schedules for everyone immediately. Wow, how regimented. Na ja, zumindest haben wir mal neue Kampfzitate jetzt bekommen. Eigentlich möchte ich gerne Malik reinnehmen, weil es ist gerade so ein Malik-Story-Abschnitt. Eigentlich möchte ich gerne Pascal reinnehmen, weil Feuer und hier sind so... Das ist so eine Eisgegend und... Hatten wir schon mal dieses Team hier? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Möchte ich Sophie spielen? Oder möchte ich Pascal spielen? Oder möchte ich Malik spielen? Ich weiß es nicht. Ich bin so unentschlossen heute. Es tut mir leid. Ich bin jetzt Malik, weil es ist so Malik-Story-like hier. So. Malik! Was hatte ich denn bei dir ausgewählt? Todessumpf, Kollaps zum Versteinern, Spukfackel, Gletscherschauer. Okay, okay. Hatte ich hier noch was? Ich habe hier noch gar nichts. Warum? Luftdruck. Ja, warum nicht? Tosende Herzen. Enorme Hitze. Okay. Rechts Kaltfront. Ne, Gletscherschauer haben wir schon. Eisgruft. Eisgruft, okay. Und unten noch Drachentöter. Das klingt ja auch ziemlich cool. Letzte Rettung. Was mehr Treffer haben wir bei Malik's KP. Okay, machen wir noch das. Gut. Gut, 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 gut. Malik Time. Hallo, Drache. Verbrennen ist sogar seine Schwäche. Sehr schön. Oh nein, die Feinde kommen auf mich zu. Ach Gott, stört mich doch nicht beim Casten, wenn ich einmal Magier spiele, Leute. Dann mache ich euch eben so platt. Soll mir auch recht sein. Ha. Ja. Jetzt aber. Spukfackel. Spukfackel ist irgendwie enttäuschend. Es sieht nicht so feurig aus, weil es so lila ist. Ich habe mehr rot-orange erwartet. Künstlicher Kristall. Und Trauben wegwerfen. Wie auch immer Trauben hier auf Eis wachsen. Naja, vielleicht hat jemand verloren. Hat jemand sein Mittagessen verloren? Ich habe es gerade ins Meer geworfen zum Kühlen. Gummisamen wegwerfen. Hui. Hey Drache, was geht? Bisschen Feuer gefällig? Ich jetzt wirklich kurz vorm... Oh Gott. Okay.
Okay, wir greifen ihn so an. Ich muss ja nicht immer zaubern, nur weil ich einen Magier spiele. Es ist okay, ich kann auch so draufkauen. Maleks Angriffe sind auch so sehr cool. Ja. Vor allem das da. Das war's cool. Das macht Spaß. Aua. So, wer schießt hier die ganze Zeit auf mich? Du da. Du schießt die ganze Zeit auf mich. Meinst du? Meinst du, das ist okay? Ich glaube, das ist nicht okay. Ui. Ach, das ist so witzig. Das ist so witzig, Malek, wie er auf seiner eigenen Waffe surft. Kann man das so nennen? Wir machen es nochmal. Achtung, Achtung und ui. Ach Gott, das ist super. Das ist super duper. Bist du jetzt bald mal kaputt, Kumpel? Da hinten ist ja noch einer. Na gut, vielleicht kann ich bei dem jetzt mal casten. Hui, Spukfackel. Mhm. Okay, hier sehen wir mal Sophies neue Waffen ein bisschen deutlicher. Die sind mir noch nicht so aufgefallen bisher. Wahrscheinlich aber, weil ich sie noch nicht so viel im Kampf mit dabei hatte. Doch nun haben wir sie dabei. So, Geld. Sehr schön. Das werde ich auch nicht wegwerfen. Haben wir unsere Millionen eigentlich wieder voll inzwischen? Wir sind ja richtig arm geworden. Was ist das denn passiert? Stimmt, im letzten Part. Ich glaube, im letzten Part war ich noch einkaufen am Ende wieder bekloppt, oder? Ohne aufs Geld zu achten. Naja, was soll's. Wir haben ja mal eine Million gehabt. Dann muss man ja nicht sparsam sein, was? Haha. Hui. Drachi. Jo. Okay, hat den Malek noch. Ui. Ach, ich liebe diesen Angriff. Was super. Wow. Mystisches Art. Warum nicht? Ich glaube, Malek hatte auch irgendeine so ein Special Art noch. Da muss ich mal nachforschen, wie das ging. You should learn more about this world. Okay, what have you learned already? Well, yesterday. Why is the captain running away? Malek, was hast du ihr wieder beigebracht, dass du dich so davon stehlen musst? Das ist ein Speicherpunkt, das ist eine Kiste, das sind Turtles. Willkommen. Okay, hi. Das kommt irgendwie unerwartet, aber soll mir recht sein. Kann den Mixer aufladen und tschö. Ja. Warum ist hier ein Turtles? So, wir speichern hier einmal. Du, schneller bitte, dankeschön. Und weiter geht's. Fendel-Gletscher-Ruine, okay. Okay, es sieht alles sehr hell aus hier. Ich muss auch gestehen, dass mich gerade die Sonne durch mein Fenster blendet, ich deswegen so noch ziemlich hell sehe, aber wir kriegen das hin. Ist hier ein Geheimnis? Nein, da ist kein Geheimnis. Schade, das sah aus, als wäre da ein Geheimnis. Das war so auffällig. Ist hier überhaupt irgendwas? Außer Schnee und Eis und Kälte und Sackgassen, die nach Geheimnissen aussehen, aber keine Geheimnisse beherbergen. Okay, gehen wir weiter. Tiefer in die Eishöhle. Things have been pretty quiet so far. Let's hope reaching the Valkyries is equally simple. Sehen wir irgendwie unnötig, so kurz wie sie war, aber wenn sie meinen, na gut. Ist da der Weg? Aha. Oh, ich erinnere mich an den Dungeon, das Gebiet hier, wie auch immer. Whee. Okay. Muss ich den mitnehmen? Brauche ich den noch? Bop. Ein gigantischer Eispfeiler. Wenn er von etwas Schwerem getroffen wird, könnte er sicher umfallen. Aha, okay. Aber hier war doch auch noch einer. Ja, ne? So, und dann Ui. Das hat gut funktioniert. Ja. So? Aha. Ich verstehe. Hello. Männerzauber. Das denkt doch nach Malek, nicht wahr? Männerzauber. Falsch. Da. Hat
Desi irgendwelche Special-Dinger? Ja, Todesnähe 2 sogar. Dann ist es ja besser. Tja, danke für dieses neue, tolle Item. Woohoo. Wubidu. Na gut, wieder was für die Sammlung oder für die Anfragen oder so. Komm schon, Steinchen. Ja, gut. Und jetzt gehen wir da runter. Wippie. Und hier runter. Wippie. Ich hab schon wieder zu spät losgelassen, gell? Nee. Jetzt aber. Nein, noch eins. Jetzt. Aha. Kann ich ihn mitnehmen? Nein. Schade. Vielleicht brauchen wir den noch. Mein Steinchen. Steinchen. Hm, vielleicht kriegen wir ein neues Steinchen. Neues Steinchen. Neues Eissteinchen. Neuer Eisblock. Feinde. Irgendwas. Nein. Katzin? Auch nicht. Ah, Feinde. Geht doch. Dankeschön. So, hallo meine Feinde. Was geht bei euch hier so ab? Der Zauber, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Au. Nein. Du brauchst gar nicht zu casten. Schon gar nicht auf mich. Vergiss es, Kumpel. Vergiss es. Aua. Die sind ja auch cute, diese lila Ballon-Dinger hier. Diese, wie heißen die denn? Mammutgeist? Okay. So sieht's irgendwie nicht aus. Ich habe jetzt irgendwas mit Teufelchen oder so erwartet, aber okay. Mammutgeist. Ja, ist klar. Seht ihr nicht das Mammut? Seht ihr nicht das Mammut in ihnen? Ich auch nicht. Ist okay. Ist vollkommen okay. Ich seh's auch nicht. Hatten wir schon einen Kampf mit den Vieren hier am Ende? Ich kann mich nicht dran erinnern. Naja, vielleicht kommt's ja noch. Vielleicht kommt's ja noch. Da geht's nicht weiter. Hier geht's weiter. Gut. Ah, da ist wieder ein Eisblock. Hier kann man wieder... Kann man den da auch umschubsen? Eiszapfen. Interesting. It looks like the center of this mountain is hollow. If that's the case, then the Valkanus totally has to be here. How so? Because the ancient Amarcians supposedly supplied the Valkanus control unit. So I figure they built a chamber to house it or whatever. Captain Malik, why won't Kurt just listen to reason and stop the experiment? Doesn't he know what could happen? Well, it's because this country is running out of time. But I don't understand. If the experiment fails, everyone could be hurt. Even worse, everyone could be killed. Yes, but if they don't take action, that will be their fate anyway. Whether through starvation, war, or failed experiment, the final result is always death. That's why they cling to any shred of hope, for a chance to change things around. But we still have to stop them. No matter how much they resist, we cannot allow this experiment to proceed. Okay, da oben ist ein Eiszapfen, da muss ich den umhauen. Oh Gott. Dann machen wir es mal der Reihe nach. So, ich gehe jetzt erstmal das hier da hoch und dann wupp. Jawohl, dann kommen wir zu der Schatzkiste. Immer erstmal die Schätze abgrasen. Starker Knochen, okay. Okidoki, ein starker Knochen für uns. Oh Gott, warum? Ich habe das Gefühl, die gehen alle immer total krass auf Malik. Warum? Schon so ein bisschen nervig, muss ich sagen. Dieses mystische Art von ihm ist so cool. So cool, sag ich euch. Ja, Sophie, du warst uns eine große Hilfe. Keine Sorge. Du bist immer eine große Hilfe, denn du kannst kämpfen und heilen. Was will man mehr? So, da ist ein Eisblock. Da ist, ich muss eigentlich einfach den da jetzt umschubsen, oder? Nehme ich mal an. Also gehen wir hier hin. Und dann eins zurück. Und dann runter. Nein. Runter. Jawohl. Aha. Domino. Okay, jetzt können wir hier... Oh, warte. Hier weg, Eisblock. Genau, jetzt können wir hier drauf und hier drauf. Und jetzt kann ich den da... mitnehmen, schätze ich mal. Ich meine, wenn er schon hier so rumliegt, werde ich ihn wahrscheinlich brauchen. Rutsch. Noch eins. Rutsch. Jawoll. Sehr gut. Aber hier ging es... Ah, hier ist noch eine Kiste.
Nein, 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 wegwerfen. Eine Muschelschale, sie ist hart. Dankeschön, wundervolle Beschreibung. Hier ist noch ein Eiszapfen. Oh mein Gott, das ist schon so ein bisschen verwirrend hier. So. Ah, vor allem ist es hier so eng zu manövrieren. Ja. Yeah. Los, Steinchen! Ich lasse ihn besser aber nicht rutschen, nicht, dass er sonst wo landet, wo ich ihn nicht haben möchte. So, aber hier runter möchten wir ihn haben. Gegen den Eiszapfen. Jawohl. So, jetzt will ich aber erst gucken, was hier war. Eine Kiste. Ein Elementarband. Sharia, hast du das schon? Ja. Na dann, hat sich das ja erledigt, nicht wahr? So, bevor du wieder anfängst zu casten, hau ich dir jetzt gleich eins auf die Birne. Aua, der Mammutgeist hat mich geschlagen. Nicht der Mammutgeist! Warum castet der eigentlich so ultra schnell? Weil ich auf Chaos spiele, ich weiß. Aber warum castet der eigentlich so ultra schnell? Das ist nicht so ganz fair. So, bin ich zumindest mal ausgewichen. Jetzt kann ich ja mal ein bisschen draufhauen. Yay! Sehr gut. Und ja, ihr beiden Mädels, ihr habt es geschafft. Ich fühle mich gerade so ein bisschen nutzlos, als hätte ich nichts getan. Aber Captain Malik hat auch tapfer mitgekämpft. Hey, Feinde. Was geht? Ihr versteckt euch von mir. Das ist nicht sehr nett. Das ist absolut nicht nett. Oh Gott, das wäre nett. Ich habe zu lange nicht mit Malik gekämpft. Merkt ihr das? Ich krieg's nicht mehr auf die Reihe irgendwie. Irgendwie geht das nicht mehr so gut. So, jetzt aber. Okay. So, ein paar mehr Kombos raushauen, dann ist das auch besser. Wenn man nämlich die, hab ich's mal erwähnt, wenn man die Zauberangriffe gegen Ende von so einer Angriffskette macht, dann ist die Casting-Time geringer. Dann kriegt man die auch besser durch. Problem ist halt, dass man halt direkt vom Feind steht. Das heißt, selbst wenn die Casting-Time kürzer ist, kriegt man trotzdem oft eins auf die Rübe und kann trotzdem nicht casten. Naja. Aber es geht schon irgendwie. Es geht schon irgendwie. Irgendwie geht es schon. So, was haben wir hier wieder? Wieder einen langen Gang mit nichts? Oder einen langen Gang? Oh nein, Abzweigungen! Abzweigungen, Leute! Oh. Ach nö. Das sieht sehr richtig aus. Dann möchte ich hier nicht hin. Nö. Nö, nö, nö. Richtig will ich nicht. Ich möchte Secrets. Aha. Wow, eine einzelne Schatzkiste. Aber okay. Buch des Heldenmuts. Sehr schön. So, dann gehen wir jetzt aber den Weg, der wahrscheinlich der richtige ist. Nämlich der hier. Mhm. So, Feind überspringen wir mal. Oh, Speicherpunkt. If this experiment ends up failing, it could lead to war with Windor. Don't worry. I'll stop Kurt. I promise you that. I feel the same. My invention was totally behind all of this. And on top of that, I don't want my sister to end up a criminal. I'm pleased that everyone understands what they must do. Doubt will only hinder us. Now let us proceed onward. What I must do is stop Richard. I don't want to fight. I won't fight. There has to be another way for this to all end. I know there is. Das klingt gerade alles sehr dramatisch und final. Deswegen würde ich sagen, wir beenden hier den Part und stürzen uns das nächste Mal dann auf zum Valkynes. Also dann, ciao, ciao.